hervorragend. Mach mal Gesundheit, da ist der Nächste, der in Liste ist. Und hier ist wohl Stop and Go. Alles klar. Was sitzen die da? Ist es ein Bettler oder? Ja doch. Hat so die Bettelarme. Dieses Bettelarm. So. Gas geben. Ach ja, nachdem diese Folge bzw. die vorherige wahrscheinlich auch zu Heiligabend, nee, nach Heiligabend kommt raus, genau. Na gut, dann macht das keinen Sinn mehr. Ich kann's kaum glauben, was ich da lese, was ich im Radio höre. Was du anrichtest. Du wusstest doch, wie es laufen würde. Ich hab's dir genau gesagt. Vielleicht merke ich ja jetzt erst, dass es ein Unterschied ist, etwas in der Theorie zu hören. Oder es als fette Schlagzeile auf der Titelseite zu lesen. Du hast nicht gedacht, dass ich durchziehe. Ich dachte nicht, dass... Doch, ich wusste es. In dem Moment, als du wieder zu dir gekommen bist, da habe ich es dir angesehen. Ich schaue dich an und sehe, wer du mal warst. Ein kleiner Junge, der nicht viel hatte, aber deswegen nicht verbittert war. Ein kleiner Junge mit strahlenden Augen, der lachte, der sich einfach freute, auf der Welt zu sein. Ich frag mich, was aus ihm geworden ist. Ihm ist klar geworden, wie die Scheiße läuft. Sag bloß. Wie oft ist das Waisenhaus von Rassisten verwüstet worden? Wie oft mussten wir rumfahren und in Lokalen um Essensreste bitten, weil wir sonst nichts zu fressen hatten? Natürlich mussten wir mit rassistischen Arschlöchern fertig werden. Aber jedes Mal, wenn die uns was angetan haben, waren Leute zur Stelle, die uns geholfen haben. Weiße, schwarze Baptisten, Lutheraner und... Weißt du noch, wie ihr Buben alle neue Jacken zu Weihnachten bekommen habt? Die kamen von einer alten, weißen Frau. Einer Calvinistin. Das ganze Jahr hatte sie daran genäht. Wenn du immer nur das Böse sehen willst, dann wirst du nie etwas anderes erkennen. Ich muss los. Alter, voll die weißen Worte. Ich hab dir das nie gewünscht, Lincoln. Ich wollte, dass du ein gutes Leben hast. Hey, der hat hier was, das ich gebrauchen kann. Nice. Wieso er auch immer das in seiner Wohnung hat. Wir gehen nochmal Deckung. Wahrscheinlich C oder X und ich kann einfach hier gerade nicht. Okay. Schade, ich wollte mich hier so vorher hinknien und weiß es nicht was. Alter, der schaut ja übelst grimmig aus. Ja, Mann, mach mal hier eine Roomtour. Alles klar. Okay, eine Kerze, natürlich wunderbare Brandgefahr. Brandgefahr, genau. Der hat so einen Gesichtsausdruck, der Typ hier, als ob gerade jemand einen ultra dummen Kommentar abgelassen hat. Das ist so. So, oh, ist der dämlich. So. Nice. Ja, nochmal welche. So, hier haben wir auch ein Schwert an die Wand genagelt. Alles klar. Das sieht mir irgendwie aus wie Griechenland oder Italien oder so. Ah, jetzt bin ich hier im Kreis gelaufen. Okay, der hat dort eine Bibel, der hat da noch eine Bibel. Wie viele Bibeln hat er bitte? Und Zigarren. Nice. Warte. Ich sehe gerade, das Ding ist überhaupt nirgendwo angesteckt. Alles klar. Na gut, aber jetzt, bevor ich hier voll der Meckerliese bin wegen sowas. Boah, der hat... Alter, wie geil, der hat diese Magnetdinger. Alter, wie geil. Falls ihr euch wundert, wieso ich deswegen so abgehe, weil
gestern war das Weihnachtsessen von meinem Betrieb so und da gab es dann am Abend auch so eine Art Schrottwichteln. Also da sucht sich jeder irgendwas aus, was er in seinem Haushalt nicht mehr braucht, also irgend so Bullshit und so. Und dann wird da irgendwie so gewürfelt, dass es dann weitergereicht wird und irgendwer bekommt es dann so per Zufall, so random generated. Ich geh mal einfach hier auch in die Küche rein. Und nun ja, da gab es auch so ich mach hier mal auf Runde. Und da gab es dann auch einen von diesen Magnetdingern. Ach ja. So. Sankt Martin, Sankt Martin. Verdammt, wie ging noch mal das Lied? Und ich weiß es echt nicht mehr leider. Aber das ist auf jeden Fall der heilige Sankt Martin, der damals dem Bettler seinen Mantel geteilt hat und so und alles. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir und so. Der hat einen echt geilen Hals. Nochmal Sankt Martin. Und so ein Typi mit Brot und Baguette, alles klar. Wieder Baguette Heinz. Können wir hier nicht an der Säule mit dem Weihwasser irgendwie interagieren? Oh, schade. Okay. Wir haben hier anscheinend ein paar Martins. Hallo. So. Ja, dann müssen wir wohl oder übel mit dem interagieren jetzt. Mit Burke. Mit Burke. Mit Burkina Faso, ey. Gurkensalat. Dann burken wir mal da hin. Oh Gott, ist das schwierig. Ui, es regnet jetzt. Ich frag mich, ob es da auch mal einen Jahreszeitenwechsel gibt oder so, weil ich weiß, bei Mafia 2 gab es am Anfang, so vor dem Knast, das alles, das spielte dann so im Winter, da hat es dann auch geschneit. Ja, und ja, Seiten war voll nice aus und dann, nachdem man im Knast war, war halt Frühling und Katze gefunden und es war dann auch alles voll nice. Würde mich freuen, wenn es hier auch so wäre, so ein bisschen mit Wetterwechsel. Oh, der fährt ein Willis Jeep, alles klar. Okay, Musik, ich höre schon. Okay, das ist nicht nice. Nicht nice. Nicht nice. Alter. So. Alles klar. Magnum ist da. Burke. Ist ein Weilchen her. Lincoln Clay. Heilige Mutter Gottes. Jetzt habe ich alles gesehen. Denk, du bist tot. Das höre ich öfter. Was willst du? Ich würde dir gern ein Geschäft vorschlagen. Alter. Ja, ja. Ich nehme Marcano vor und seine Brüder und jeden, der mit ihnen was zu tun hat. Ja, und? Folgende Idee. Wenn Barbieri weg ist, geht Point Verdun wieder an dich. Und dann klären wir, was mit dem Rest der Stadt passiert. Hau bloß ab. Ich hab schon mal mit euch Penner zu tun gehabt. Und was hatte ich davon? Burke, du kannst dich hängen lassen, aber dein Selbstmitleid wird gar nichts ändern. Jetzt hör mir mal gut zu, du gottverdammtes Arschloch. Bennys Leiche war so verkohlt, dass ich mir der Leichenbeschauer nicht zeigen wollte.
Wenn einer diesen verfluchten Makano killt, dann ich. Na, dann hat er ja nicht viel zu befürchten, solange er sich nicht in irgendwelchen abgewarzten Spelunken herumtreibt. Leck mich, du Arschloch. Ich hab mehr Eier als ein Typ, wie du jemals haben wird, klar. Lederhund, kreis hier auf und quatsch mich dämlich an. Typen wie du verbissen sich doch sofort, wenn's brenzlig wird. War immer schon so. Und erinnert sich nie. Wo ist der Schlüssel? Alles klar. Was dagegen, wenn ich fahre? Was glaubst du denn, was du da machst? Du hast so auf dicke Eier gemacht, da wollen wir mal sehen, wer von uns beiden die größeren Klöten hat. Der Nigger oder der Mick? Du hast dir den Falschen ausgesucht. Sag Bescheid, wenn du genug hast. Nein, es geht wieder runter. Du hast dir den Falschen ausgesucht. Gut so, vielleicht besteht ja doch noch Hoffnung für dich, du hässlicher Vogel. Komm schon, alter Mann, du bist schon ganz grün und blau, aber nicht vom Whisky. Ah, da. Gut so, vielleicht besteht ja doch noch Hoffnung für dich, du hässlicher Vogel. Du hast dir den Falschen ausgesucht. Du brauchst dir nichts zu beweisen. Ist ja schon gut, schon gut. Ich hab's kapiert, du Mongo-Wichser. Halt hier an. Und jetzt raus mit dir aus meinem Auto. Komm mal bei mir vorbei. Wir haben was zu bereden. Na klasse, wie soll ich jetzt hinkommen wieder? Gibt's ja hier hinten rum irgendwo ein Auto, das ich mir holen kann. Immerhin ein Teil. So. Wow, Alter, da gibt's ja Fettknete. Alles klärli, Zuckerbergli. Ich glaube, ich suche mir erstmal, oder zumindest versuche ich, ein Auto zu suchen. Oder so. Am besten eins, dass ich mir auf legalem Weg holen kann, also mehr oder weniger legal. Am besten so, dass die Polizei nichts mitbekommt. Keine Lust auf Stress mit denen tatsächlich. Ah, X war für dumm. Okay. Ach, was soll's, ich laufe einfach auf direkten Weg, so. Mehr oder weniger direkt halt immer war.